Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein kleines, kommen wir testen mal neue Zugänge, die ich von Look Fantastic und von Rossmann habe aus. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, also ich habe in der Mittagspause tatsächlich bei Rossmann im Ausverkauf etwas zugeschlagen und dann hatte ich noch ein bisschen was bei Look Fantastic mir gekauft, weil ich habe ja auch Favoritenvideos geguckt, so diese Jahresfavoriten, und dann habe ich mir das ein oder andere nachgekauft. Ja, das Ganze fängt an mit dem Fotofinish Primerizer von Smashbox. Den hatte die liebe Janine Konrad in ihrem Video als ihren Lieblingsprimer vorgestellt. Das heißt, ich schminke euch jetzt auch tatsächlich ein ganzes Fullface, doppelt gemoppelt hält besser. Und du kannst in diesem Video was gewinnen. Da gibt es eine Verlosung. Genau, also ich habe mir hier dieses hier von Look Fantastic geholt. Das ist jetzt aber auch nur die kleine Größe davon. Ne? Das sind 15 Milliliter, genau, weil ich den halt erstmal austesten wollte und schauen will, ob ich den wirklich mag. Ne? Das ist hier so ein Pumper. Den kann man sich dann so auf die Finger pumpen. Oh ja, das kommt wirklich sehr flüssig, sehr milchig hier raus. Und dann würde ich mir auf mein gerade gereinigtes Gesicht einfach mal zwei Pumper geben. Riecht nach nix. Okay, da zieht er enorm schnell ein. Ich meine, ich habe jetzt auch aktuell relativ trockene Haut. Ja, ich gebe mir jetzt noch einen weiteren Pumper auf. Und zwar auf den Hals, weil mein Hals wird meistens auch mit gemacht. Sogar mit geprimed. Zack, eingezogen. Ich weiß nicht, was macht er jetzt, ne? Hat er meine Haut irgendwie verändert? Hat er irgendwie das Finish verändert? Würde ich jetzt so ad hoc erstmal nicht sagen. Aber der soll ja auch erstmal, Feuchtigkeit spenden. Und das hat er getan. Meine Haut hat es aufgesogen wie ein Schwamm. Das nächste Produkt, was ich mir bestellt habe, ist auch bei Look Fantastic gewesen. Das ist einmal von Decay The Stay Naked Weightless Liquid Foundation Up to 24 Hours Wear. Das ist diese hier. Habe ich mir geholt in der Farbe 10NN. Neutral, neutral. Ich weiß jetzt nicht. Keine Ahnung. Müssen wir gleich mal gucken. Ich hatte mir jetzt auch geholt von Skin79. Das wurde mir empfohlen von einer ganz lieben Zuschauerin. Super Plus Blemish Balm. Das sind hier drei verschiedene Produkte drin. Die werde ich demnächst mal testen. Die habe ich jetzt einfach nur mit ins Video genommen, weil ich hier ja quasi auch meinen Haul mit zeige. Da weiß ich noch nicht genau, wie die Produkte sind. Die werden noch eingehend getestet. Aber als erstes möchte ich mir jetzt hier diese Foundation aufgeben. Die habe ich schon immer mal wieder in den Videos gesehen von anderen YouTubern und fand sie irgendwie auch total ansprechend. Also allein das Verpackungsdesign ist ja mal mega witzig. Das ist ja hier so ein bisschen drin. Sehr interessant. Es ist übrigens Plastik hier außen und kein Glas. Also sehr leicht irgendwie. Oh ja, oh. Das ist aber eine ganz helle Farbe, Claudi. Hm. Ja, von der Konsistenz her ist sie ein bisschen flüssig auch. Ne? Sie fließt wohl. Ich gebe mir jetzt mal mutig zwei Pumphübe erstmal auf meinen Handrücken und verteile die mit einem Pinsel in meinem Gesicht. Das ist hell. Ja, ich nehme mir noch einen weiteren Pump, weil man sieht ja, ich habe tatsächlich nur in diesem Bereich Foundation aufgetragen. Oh mein Gott, ich glaube, mal gucken, vielleicht dunkelt sie ja noch nach, man weiß es nicht. Huch. Und dann blende ich mir die mit einem Schwämmchen ein. Es ist schon hell, ne? Nun. Ich habe jetzt aber auf jeden Fall mal eine Foundation, die ich mit einer Foundation mischen könnte, die mir vielleicht zu dunkel wäre, wenn wir positiv denken. Aber ansonsten würde ich jetzt sagen, sitzt sie ganz gut auf dem Gesicht, auf der Haut, lässt auch einen zarten Glow zu. Sie ist sehr, sehr leicht. Also sie fühlt sich auch auf dem Gesicht sehr leicht an, hat so aber ein relativ pudriges Finish. Also ne, das finde ich irgendwie auch ganz cool. Es ist jetzt nicht so, als würde ich mich jetzt klebrig anfühlen oder so. Überhaupt nicht. Ich musste wirklich auch schnell das Ganze einblenden, weil mir das irgendwie ansonsten zu schnell wahrscheinlich getrocknet wäre. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, vor allem wenn ich jetzt so gucke, ne, ob ich die jetzt auch den Hals runterblenden soll. Was ich übrigens witzig finde, ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Farbe, die fast sogar zu mir passt, weil wenn ich meine Hand daneben halte, ne, meine Hand ist ja auch sehr hell. Es ist schon total aufregend. Also, gewöhnungsbedürftig, wirklich. Aber ich komme ja gleich noch mit Bronzer und so um die Ecke, also von daher. Aber das ist auf jeden Fall schon mal, ich sehe aus wie eine Leinwand. Wirklich. Ja. Aber ansonsten die Foundation an sich, das Produkt an sich finde ich schon mal ganz cool. Aber ich denke, ich bin, also wow. Wow. Okay, dazu habe ich natürlich auch den passenden Concealer.
Ja, ich bin gerade ein bisschen schockiert. Ja, 10NN ist auch hier die Farbe. Also das wird jetzt auch ein richtig heller Concealer sein. Und, ne? Okay, das ist ein witziges Füßchen. Das ist so abgeschrägt, so abgeknickt, dann aber auch noch nach vorne, ne? Also als wäre das quasi so. Das ist ganz aufregend. Okay, mache ich mir hier so vorsichtig mal drunter. Und den setze ich mir auch direkt dann auf meine Augenlider. Und auch der Concealer gefällt mir gut. Doch, also es passt natürlich jetzt auch, ne? Es ist ja die gleiche Farbe beides und deswegen passt es auch ganz gut zusammen. Und jetzt, wo ich halt meine Augen auch angeglichen habe an mein Gesicht, sieht das auch gar nicht mehr so ultra furchtbar aus. Ich werde jetzt mein Gesicht kurz setzen. Das mache ich hier mit einem Produkt, was ich schon in meinem Bestand habe. Das ist von Too Faced, das Born This Way Puder. Aus der wohl letzten Limited Edition von Rival de Lupian habe ich den Crystal Fusion Bronzer geholt. Das ist dieser hier. Und ja, der soll einfach alles irgendwie natürlich machen. Und das ist ja quasi der Farbton, den du immer irgendwie in den LEs von Rival de Lupian drin hattest. Und ja, das trage ich mir einfach jetzt ganz normal auf. Und bringe wieder Leben in mein Gesicht, finde ich super. Ich sehe wieder halbwegs lebendig aus, würde ich sagen. Ja, ne, denn ich habe jetzt wieder so ein bisschen Bräune in meinem Gesicht. Ich habe wieder eine Hautfarbe und sehe nicht mehr aus wie eine komplett weiße Leinwand. Und ja, das verblende ich jetzt einmal nochmal so grob mit dem Pinsel, ohne dass ich jetzt Produkt aufgenommen habe, weil mir die Foundation echt noch ein bisschen zu hell ist, ne? Aber mir gefällt das jetzt alles sehr, sehr gut, was jetzt so in meinem Gesicht schon mal drauf ist. Ich finde die Foundation übrigens gut, ne? Also weil die halt wirklich eine sehr leichte Deckkraft hat, aber sie hat eine Deckkraft. Das heißt, leichte Rötungen werden abgedeckt, aber du siehst halt nicht aus, als hättest du keine Muttermale oder als wärst du halt total weggefegt, ne? Also ja, es war sehr hell in meinem Gesicht, aber das war ein Fehler von mir, dass ich mir die Farbe halt zu hell ausgesucht habe, zu dunkel vor allem, ne? Ja, als Blush habe ich von der lieben Ela den Benefit Rocateur zugeschickt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, weil ich ja meine Cheekleaders Palette weggegeben habe und ja, dann hat sie mir den Rocateur geschickt. So geil. Ja, den Blush kenne ich, den mag ich, den finde ich total super und den gebe ich mir jetzt erstmal auf. Und weil meine Wangen wieder etwas Leben brauchen, baue ich den auch ordentlich auf. Der hat einen schönen, zarten Schimmer mit drin und ja, lässt sich wundervoll einblenden, verblenden, umblenden. Man sieht halt den Unterschied, ne? Mit Blush, ohne Blush und ich finde, er macht schon viel Schönes. Hey, so langsam kommt sie wieder in die Realität, ins Leben zurück und sieht wieder nach einem Menschen aus. Finde ich großartig. Ja, ich mag den Blush sehr gerne und den werde ich in Ehren halten. Vielen, vielen Dank. Ja, das war halt damals, als ich die Palette hatte, so, ich hatte da einen Ton drin, den ich gerne verwendet habe. Die vier anderen nicht. Und dann holst du nicht immer die ganze Palette raus, um dir nur einen Ton aufzugeben, ne? Deswegen. Aber den werde ich jetzt dieses Jahr wahrscheinlich oft tragen. Bei dem Highlighter habe ich tatsächlich den Tester erwischt, aber das war das einzige eingepackte Produkt quasi noch davon. Ja, steht Tester drauf und den Tester, den die als Tester dahingestellt haben, war dann letztendlich das Originalprodukt. Ne? Aber es ist ja noch komplett eingepackt gewesen, deswegen war ich mir sicher, dass der Tester nicht als Tester benutzt wurde. So, der hier ist, also ich fand ihn sehr interessant, als ich den im Laden dann auch tatsächlich gesehen und geswatcht habe. Weil der wirkt auf den ersten Blick heftig und ich dachte erst so, der sieht schon so ein bisschen holographisch aus. Aber der ist nicht holographisch, der ist einfach so ein richtig krasser Winterbronzer, Highlighter, ne? Weil der einfach so schimmert. Fand ich interessant, musste ich mitnehmen. Ja, der Name heißt irgendwas mit Snowflake? Nee, ne? Es ist einfach nur Highlighter. Ich weiß noch nicht, wie ich mit den tatsächlich relativ groben Glitzerpartikeln klarkomme. Aber an sich, das sieht irgendwie cool aus. Das passt jetzt halt zum Winter. Im Sommer wäre das nix, aber jetzt für den Winter. Ich hätte mir den auch wundervoll vorstellen können. Zu Silvester oder zu Weihnachten, ne? Das ist schon schön. Naja, so von ganz nah sieht man halt schon, dass das relativ grobe Glitzerpartikel sind, die damit bei sind, ne? Da weiß ich noch nicht, ob mir das so hundertprozentig gefällt, aber an und für sich finde ich den irgendwie schön.
Ah, ich muss ihn noch ein paar Mal testen. Ja, im Ausverkauf habe ich mir tatsächlich auch noch dieses The Best of Shimmer Kit mitgenommen von Rival de Loop. Da bin ich wirklich gespannt. Das wollte ich einfach auch nochmal testen. Damit wollte ich noch ein bisschen spielen und mal gucken, ne, ob ich das so mag. Und ja, ne, 2,49, da konnte ich nicht anders. Das ist auch mit in den Einkaufskorb gewandert. Einfach so. Es lag auf einmal drin. Ja, ihr Lieben, die Augenbrauen habe ich jetzt tatsächlich schon gemacht. Das ist, ja, ich habe jetzt nichts Neues, ne? Das ist das von Dr. Pierre Ricot, der Augenbrauenstift. Ich finde den total großartig und einfach in der Anwendung. Und deswegen habe ich ihn jetzt eben ruckzuck mal drauf gemacht. Denn jetzt kommen wir zu den Augen. Da habe ich mir bei Rossmann ein paar Lidschattenpaletten mitgenommen. Also ein paar. Das ist einmal die Love What You Do von Essence. Das ist ja diese relativ neue, diese neuen Töne. Die wollte ich jetzt gleich mal mit euch zusammen testen. Und dann die Spotlight Eyeshadow Palette von Rival de Loop. Die hatte ich jetzt im Ausverkauf auch bekommen. Und die wollte ich auch für jemanden in ein Tauschpaket packen. Und die Love What You Do habe ich tatsächlich zweimal mitgenommen. Das heißt, die kannst du einmal in diesem Video gewinnen. Genau, alles was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Das ist ja bei mir relativ easy peasy, ne? Einfach Abonnent meines Kanals sein, denn naja, die Verlosungen sind halt für meine Abonnenten. Und ja, dem Video einen Daumen nach oben geben, einen lieben Kommentar schreiben mit dem Hashtag, der unten drin steht. Und dann, ja, ne, nimmst du automatisch dran teil. So, jetzt gucken wir uns mal die Love What You Do an. Das ist ja diese coole Reihe, finde ich, von Essence. Die haben einfach, ja, so neun Töne hier immer mit drin. Das sind sowohl matte als auch schimmernde Töne. Hier sind fünf schimmernde Töne, genau, und vier matte, genau, also doch vier matte und fünf schimmernde Töne, genau. Und ja, das sind Alltagstöne, das sind richtig tolle, neutrale Alltagstöne, warme, neutrale, keine bunten, außer der Orangen in der Mitte, und das testen wir mal. Ja, und das ist jetzt eher weniger ein Tutorial, ich schmink mich und du siehst es quasi vorgespult. Jetzt tatsächlich der Look, den ich mit der Augenpalette jetzt erstmal gezaubert habe. Ja, die Schimmertöne lassen sich viel, viel besser auftragen, wenn du sie mit dem Finger aufgibst. Das ist mit dem Pinsel nicht so schön, muss ich sagen. Ja, den Shine-On, den Ton, den ich auch als Innenwinkel-Highlighter genommen habe und als Augenbrauen-Highlighter, finde ich richtig klasse. Wenn ich mich jetzt so aus der Nähe auch angucke, muss ich übrigens sagen, dass mir der Highlighter doch ein bisschen zu glitzerig ist. Ich hingegen aber Concealer und Foundation richtig klasse finde. Das muss ich nochmal sagen. Ja, die Töne haben sich auch schön ausblenden lassen. Ja, dieses ganz dunkle With a Feeling, ne, dieses richtig, richtig dunkle, ließ sich ein bisschen schwieriger ausblenden, muss ich sagen. Es ist minimal fleckig, aber es geht, ne, das ist... Geht klar. Ich finde, dass man damit einen schönen, einfachen Look schminken kann und auch einen schönen, etwas aufwendigeren Look. Aber es ist nicht zu aufregend oder zu außergewöhnlich, sodass man hier einfach auch so einen schönen Look schminken kann, der womit man rausgehen kann. Ja, genau. Deswegen gefällt mir richtig gut die Palette, ne? Muss ich wirklich sagen. Ich meine halt auch vor allem für das Geld, ne? Wir reden hier von 6,95 oder so, was die kostet. Und ja, da kannst du auf jeden Fall super mitarbeiten. Das ist eine schöne Palette. Doch Fallout-technisch muss ich auch mich nicht beschweren, weil ich habe kein Fallout, ne? Das hat auch alles super funktioniert. Daumen nach oben.
Ich hatte übrigens bei Rossmann mir jetzt auch endlich mal auf eure Empfehlung hin den Nagellackentferner acetonfrei geholt, wo man einfach nur seinen Finger reinstecken muss und dann quasi so ein bisschen drin fuddelt und dann ist der Finger ablackiert. Mega geil, habe ich gestern Abend ausprobiert und mir danach die Nägel neu gemacht. richtig geil. Vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Ich habe mir aber dennoch den hier auch noch mitgenommen, wo du halt oben drauf drückst, wenn du das Pad oben drauf legst. Den benutze ich halt für meinen Fußnagellack, ne? Weil ich kann meine Fußnägel ja nicht in den Schwamm stecken. Das ist ein bisschen schwierig und ja, ideal für brüchige Nägel. Jetzt habe ich hier zwei Setting Mists, die ich mir von Look Fantastic geholt habe. Da habe ich einmal das Fix Plus Rose, ist es glaube ich, von MAC müsste das sein, ne? Das ist ja auch ultra gehypt, also ich weiß nicht, wie viele davon geschwärmt haben immer mal wieder. Es ist ja auch schon damals ultra oft davon geredet worden und das ist halt einfach mit Rosenwasser. Es gibt es ja in der normalen Version und ich habe es jetzt mit Rosenwasser, weil ich einfach Rose sehr, sehr gerne mag. Aber das werden wir jetzt nicht benutzen. Wir benutzen jetzt eins, was die liebe Moldavi, die liebe Nadine empfohlen hatte. Das Glam Glow Glow Setter Make-up Setting Spray. Ja, das ist dieses hier. Das habe ich mir dann auch geholt. Ich glaube, das ist auch die kleinere Variante davon. Da gab es, glaube ich, noch eine größere von. Aber da muss ich sagen, die größere Variante wäre mir zu groß gewesen. Und hier hatte sie so von diesem Duftnebel auch, von dem Sprühnebel auch so geschwärmt. Oh. Oh. Oh, ah. Wahnsinn. Wahnsinn, du merkst diesen Sprühnebel nicht. Wie unfassbar zart ist bitte dieser Sprühnebel. Ich habe jetzt auch mein ganzes Oberteil mit angesprüht, was übrigens von Chiquelle ist. Aber wow, krass, richtig geil. Du hast keine Wassertropfen im Gesicht. Hier habe ich einen, doch, da. Aber sonst, wow, gefällt mir. Also Nadine, vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Das ist ja geil. Bei Look Fantastic gab es gratis bei dieser Urban Decay Bestellung was dazu. Und zwar die Perversion Volumizing Mascara, diese hier. Ne, das ist halt so eine Reisegröße und ja, die wird jetzt drauf gemacht. Die sieht ja schon mal ziemlich cool aus. Also so eine Chromoptik hat quasi diese Verpackung. Und das Bürstchen, ja, ist jetzt nicht irgendwie unfassbar oder so, ne? Aber wir testen. Den Duft mag ich nicht so gerne. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ja, also die macht Vulva Vavoom, ne? Das ist das, was ich sehr, sehr gerne mag. Die trennt die Wimpern richtig schön. Und macht da richtig Volumen, Länge. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist voll meins. Boah. Auch der Look jetzt aus der Ferne gefällt mir richtig gut. Also das sieht alles so harmonisch aus, ne? Also meine Gesichtshaut sieht sehr natürlich, aber halt auch irgendwie ein Stück weit ebenmäßig geschminkt, perfektioniert aus. Meine Augen, das gefällt mir jetzt gerade richtig, richtig gut. Auch in Kombination mit dieser Mascara. Das ist ja der Hammer. Also guckt euch auf jeden Fall diese Mascara an. Auf meine Lippen habe ich jetzt zwei Produkte hier gegeben, die ich hier habe. Das ist einmal von e.l.f. der Mocha Kiss Liquid Lipstick oder Lipgloss. Ich weiß es nicht. Also er ist halt nicht matt, ne? Deswegen würde ich jetzt sagen, es ist kein Liquid Lipstick in dem Sinne, aber es passt halt zum Augen-Make-up richtig gut. Genauso wie auch von Manhattan habe ich hier ein Extreme Last Lip Liner. Das ist so ein brauner einfach gewesen. Der hat auch so einen zarten Schimmer mit drin gehabt, aber hier steht leider keine Farbe drauf. Ja, und das war jetzt tatsächlich mein Video zu meinen Neuzugängen, die ich dann direkt auch in meinem Gesicht getestet habe. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn ja, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!